Wir machen uns gleich auf den Weg zum Baumarkt. Tada! So, endlich nochmal die Bilder fürs Bad zum Aufhängen. Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Heute mal wieder ein Wohnungsvlog quasi. Es sind noch ein paar Sachen für die Wohnung angekommen. Zum Beispiel eine Pflanze, die ich vor einiger Zeit bestellt hatte. Die ist auch endlich angekommen. Hatte ich eigentlich so fürs Bad bestellt. Ich denke mal, da werde ich sie auch erstmal nutzen. Die war sehr schön, muss ich sagen. Ist natürlich offensichtlich fake. Sieht jetzt nicht extrem echt aus, aber ist okay. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht dieses von Ikea, was ich gekauft habe, in einem der letzten Vlogs, diesen Übertopf, warte mal, ich glaube, ich habe den hier, den vielleicht dafür verwende. Das war eigentlich ganz süß, oder? Außer habe ich letztens auf TikTok gescrollt und da hatte einer gezeigt, dass sie sich so Acrylregale fürs Badezimmer geholt hat. Und da habe ich mir gedacht, Regale, Regale, die man einfach an die Wand kleben kann fürs Badezimmer, sind doch die Lösung bei uns. Bei uns fehlt Stauraum im Bad, weil es halt so ein kleines, schmales irgendwie Badezimmer ist. Ne? Da ist jetzt wirklich nicht viel Platz. Unser Waschbecken ist halt auch voll schmal und dann stehen da immer meine ganzen Produkte drauf und dann stehen die auch noch auf der Fensterbank, weil ich einfach keinen richtigen Ort dafür habe und ich will die auch nicht immer irgendwo so richtig wegtun, weil ich die ja täglich benutze und immer wieder rausholen, wieder reintun muss und so. Deshalb habe ich so ein Zweier-Set auf Amazon gefunden. War auch gar nicht teuer. Kleben, also muss man nicht bohren, Regale. Und die werde ich im Badezimmer so anbringen. Das mache ich jetzt auch direkt, weil man muss die ankleben und dann erstmal warten, bis es dann wirklich 100%ig safe ist. Schon mal einiges helfen, da meine ganzen so Hautpflegeprodukte und so Sachen, die ich halt im Badezimmer brauche, reintun zu können. Und dann, dass die halt nicht immer die ganze Zeit irgendwo rumstehen müssen, wo es dann immer unordentlich aussieht. Ich habe gedacht, so hier an der Seite. Vielleicht so ungefähr so weit voneinander entfernt. Sonst wäre auch noch rechts und links eine Idee vom Spiegel. So quasi. Müsste ich mal überlegen. Okay, bevor ich ewig überlege, habe ich einfach Nils gefragt. Er hat gesagt, rechts und links würde er besser finden. Dann machen wir das. Und zur Not kann man auch ein zweites Set kaufen und das auch da drunter platzieren. So. Würde auch gehen. Mal gucken, wie viel Platz wir überhaupt brauchen. So, müsste reichen. Und jetzt vorsichtig. Ungefähr so. Okay, und jetzt halten für 2 Minuten. So, jetzt soll man hier diese Sticker nehmen. Und man soll die dann so festmachen zur Hilfe, dass es nicht verschiebt, so wie es jetzt schon gerade tut. Und die halten das jetzt so lange, wie das halten muss. Seht ihr so. So, auch hier wieder Kleber drauf. So, das muss jetzt so erstmal 48 bis 72 Stunden trocknen. Hallo, wir machen uns gerade fertig und machen uns gleich auf den Weg zum Baumarkt, um schon mal zu gucken nach Regalen für das geplante Bücherregal hier im Wohnzimmer. Und ich habe mich die letzten Tage ein bisschen damit auseinandergesetzt, ein bisschen versucht, irgendwie was Geeignetes im Internet zu finden, was irgendwie schwieriger war, als ich es mir vorgestellt hatte. Irgendwie so Schwebe-Style-Regale zu finden, wird wohl auch ein bisschen schwierig, weil Bücher wiegen ja viel. Wenn man relativ viele Bücher da drauf stellt, muss man natürlich auch ein bisschen was halten können. Aber wir schauen gleich mal im Baumarkt vorbei, gucken uns auch noch mal ein paar Sachen an für andere zukünftige Projekte. Und dann können wir heute auch endlich hoffentlich mal dieses Regal hier anbringen, also das andere Regal, das runde Regal. Und ich kann endlich im Badezimmer diese kleinen Regale einräumen, weil die jetzt schon lang genug geklebt haben quasi. Auf geht's! Friends and losing hours. I can't comprehend where I've gone wrong throughout my life. I've been sleeping in and skipping showers. Daylight's creeping in, but I can't open up my eyes. So sick of heartbreaks, mistakes, losing my cool. These lazy Sundays, always thinking it through. Now I'm missing all the days when I had nothing to myself and saying I'm so sick of you. Okay, wir sind wieder zurück, waren spontan noch kurz ein bisschen einkaufen, haben noch was bei Too Good To Go abgeholt, was ich gestern Abend noch gekauft habe. Das war von so einem Bäcker. Und deshalb werden wir heute Abend ein bisschen so Abendbrot machen, haben noch so ein paar Antipasti-Sachen geholt und werden die frischen Brötchen und so essen. Aber vorher wollten wir noch kurz dieses runde Regal, dieses hier, anbringen. Und dafür muss ich jetzt gerade mal kurz überlegen. Ich muss den Tisch genau richtig platzieren, so wie er auf jeden Fall immer stehen soll.
mit dem Platz an der Wand und so, damit das Regal wirklich so parallel zum Tisch ist. Deshalb gucke ich jetzt gerade nochmal so ein bisschen, dass ich den Tisch wirklich so platziere, wie er auf jeden Fall stehen bleiben soll in naher Zukunft. Okay, ich glaube, die Position gefällt mir jetzt so. Und jetzt muss ich noch kurz überlegen, auf welche Höhe ich das ungefähr haben will. Ich glaube, Nils muss es mal anhalten, damit ich es sehen kann. Ja, vielleicht so ungefähr. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, glaube ich. Da ist ja sogar schon eine Markierung. Achso, das war auch. Ja, das war von vorher, hatten wir was reingehauen für so dieses Hängeteil. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich kann auch mal ansehen. Also es ist jetzt natürlich ein bisschen schräg nach rechts versetzt, aber. Zu hoch? Ich weiß nicht, meinst du ein bisschen niedriger wäre schöner? Vielleicht irgendwie so? Ja, ich glaube so einen ganz kleinen Tucken niedriger als der Nagel, aber so finde ich es glaube ich schon besser. Dein Ärmel ist irgendwie im Weg. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ist nicht mittig, aber von der Höhe finde ich es gut. Können wir wieder noch weiter ranschrauben? So. Du hast gerade? Ja. Boah, ganz ehrlich, vielleicht minimal. So? Aber man kann es eh voll schwer nur sehen, weil die ganzen Böden sind alle ein bisschen ungerade. Also es ist einfach. Oder da so ist es gerade. Und wenn ich jetzt das runterdrücke, ist so leicht schräg. Aber das ist genau diese. Dass es hier höher ist und hier niedriger. Tada! Hängt. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich da überhaupt reinpacken will. Ich habe gar nicht so genau überlegt. Muss ich nochmal überlegen. So, bevor ich das dekoriere. So, endlich nochmal die Bilder fürs Badezimmer auf den Kessel, die ganze Zeit hier stehen. Meine Idee war zwei hier, das ist ja so ein Dreier-Set. Und das andere dann hier, dann hänge ich das hier erstmal weg. Hier ist jetzt schon ein Nagel drin. Allerdings ist der halt ausgelegt da drauf, müssen wir mal gucken. Der ist halt mehr so ausgelegt auf, wenn das ein Bild halt so hingehängt wird. Vorher. Und nachher, jetzt hängen hier zwei und hier hängt das dritte. Ich bin sehr froh, dass ich mich für so ein farbiges Motiv entschieden habe, weil das bringt einfach so ein bisschen mehr Farbe hier rein. Und die Teile sind jetzt auch endlich fest. Jetzt kann ich das später hier abmachen und dann kann ich die auch befüllen quasi. Ich glaube, hier werde ich so ein bisschen mein ganzes Skincare und hier mache ich noch so ein bisschen die Zahnbürsten und so Kram rein. Machen wir später. Jetzt erstmal Abendbrot. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Oliven mögt. Ich habe Oliven früher übelst gehasst und konnte mir nicht vorstellen, dass ich jemals Oliven mögen würde. Und irgendwann habe ich es dann doch nochmal probiert und irgendwie mag ich sie jetzt. Ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht erklären. Sie haben irgendwie einen ganz weirden Geschmack, aber irgendwie finde ich sie mittlerweile geil. Ist ein bisschen wie mit Kaffee und Wein und so. Früher denkt man so, das werde ich nie mögen. Es gibt immer noch so ein paar Olivensorten, die mir zu heftig sind, aber die sind lecker. Und die sind einfach mit so Knoblauch und Paprika. Ich liebe Knoblauch. Okay, wir haben gegessen und ich mache mich jetzt an die Regale im Badezimmer. Und ich freue mich übrigens so sehr darüber, dass diese Bilder jetzt endlich hängen. Das macht einfach so viel aus, hier so ein bisschen Farbe und Deko drin zu haben. Wir haben auch noch gerade so ein bisschen gemeinsam überlegt, was man halt noch so machen könnte. Wir haben noch überlegt, ob man da vielleicht so eine Hängepflanze von der Wand anbringt. Irgendwie fände ich das cool. Und Nils hat noch gesagt, hier oben so eine Uhr wäre eigentlich auch ganz cool, weil er die auch mal so gebrauchen könnte morgens beim Fertigmachen. Und ich glaube, es würde auch ganz cool aussehen, so über der Tür. Aber langsam kommt das Badezimmer so ein bisschen zusammen und jetzt nehme ich hier endlich diese Dinger ab, weil das ist nämlich definitiv fest und kann die auch einräumen und dann haben wir hier endlich mal nicht mehr so viel überall rumstehen. Hier steht auch immer irgendwas rum, also irgendwas sammelt sich immer an. Ich ziehe jetzt hier diese Klebeteile ab. Die waren quasi so da, um das so zu halten, während das noch richtig trocken wird. Tada! Oh, voll schön, ich freue mich so. So sieht das aus und ich werde jetzt hier so ein bisschen meinen Hautpflegekram reinmachen und da erstmal so die Zahnpflegesachen und noch so ein paar andere Sachen, weil ich glaube, da passt eigentlich einiges rein. Es sieht irgendwie klein aus, aber für so Hautpflege-Sachen reicht es voll aus und man kann die auch zweireich stellen. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich das hier mit dem Kabel mache, aber vielleicht können wir das hier noch irgendwie so festmachen oder so. Hier so drunter. Vielleicht mache ich erstmal meine Hautpflege weiter und dann gucke ich mal, was ich noch so übrig habe, was hier noch rein kann. So, dabei kann es erstmal bleiben. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Sachen, die ich fast täglich benutze, reingemacht. Und noch so ein paar Sachen, an die ich einfach leichter rankommen will. Und einfach ein paar Gesichtsmasken, die ich in nächster Zeit mal so aufbrauchen will. Ich klemme die da so hinter, weil die kann nicht so richtig allein bestehen. Aber die werde ich auf jeden Fall auch demnächst benutzen. Und ich glaube, da werde ich hier einfach so Sachen hin tun. Das sind nicht alle Hautpflegesachen, die ich habe. Aber so Sachen, die ich aktuell benutze, an die ich erinnert werden will, auch die zu benutzen. Weil wenn die mal so im Schrank verschwinden, manchmal vergisst man, was man hat. Und dann braucht man die Sachen einfach nicht auf. Und deshalb finde ich das, glaube ich, ganz gut, dass die hier jetzt ein bisschen
offener sind einfach. Ich sag's euch, wie es ist, Nils hat nicht besonders viele Hautpflegesachen, deshalb habe ich seine eine Creme, die er benutzt, hier mit reingetan. Und ich glaube, ich lasse ihm hier so diese Hälfte noch frei, falls er da auch noch irgendwas reinstellen will. Irgendwie sowas, Pflege, was auch immer für ihn praktisch ist. Ja, und jetzt kann ich hier mal alles sauber machen. Hier liegt noch so ein bisschen Müll rum, ein bisschen Tamponverpackung. Dann bleibt das hier schön frei, bis auf den Seifenspender. Und es ist richtig schön. Ich freue mich richtig darüber. Keine Ahnung, warum ich da ehrlicherweise nicht früher drauf gekommen bin. So, und hier haben wir jetzt erstmal das vorläufige Ergebnis. Ich habe ja diese neuen Handtücher gekauft gehabt in so einem beigigen, braunen Ton, der auch so ein bisschen wärmer ist, besser zum Teppich passt. Da sind gerade alle in der Wäsche, deshalb kann ich euch jetzt nicht insgesamt alles zeigen, aber ich zeige es euch auf jeden Fall nochmal mit allem dann. Ach, ich bin so happy. Ich habe ja auch noch diese Pflanze hier gekauft, die ist letztens jetzt angekommen. Die ist übrigens von Amazon. Ich finde, das sieht sehr schön aus hier in der Ecke. Der Spiegel steht hier noch, weil Nils den auch öfter mal hier benutzt. Zum Haare schneiden und all diese ganzen Dinge. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt auch ewig hier behalten, aber noch haben wir den hier, weil das ein alter Spiegel einfach von mir ist, den ich aktuell hier brauche. Ich finde es richtig schön, dass jetzt überall alles so ein bisschen freier ist und dass alles so ein bisschen mehr seinen Ort bekommen hat. Okay, wir kommen zum Regal. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich probiere es einfach mal aus. Oh, das passt gar nicht so nicht hin. Schade. Wir können das hier, aber es sieht irgendwie doof aus. Nee. Ich bin nicht sicher, wie ich das anordnen will. Ich glaube, so bin ich erstmal zufrieden. Ich kann ja auch die Deko immer wieder austauschen, wenn ich Bock auf was Neues habe. Ich habe einfach diesen kleinen Bilderrahmen, diesen kleinen Girl-Power-Bildchen hier. Ich liebe das. Es stand vorher im Schlafzimmer, aber ich will es jetzt erstmal hier haben. Ich glaube, für erstmal jetzt gefällt es mir, aber es ist auch jetzt schon langsam spät und muss mir morgen bei Tag nochmal angucken und dann überlegen, ob ich noch andere Deko habe, die ich da reinstellen kann. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel Deko, weil ich bisher noch nicht so viele Orte für Deko hatte. Ich habe doch nochmal ein bisschen was rumgetauscht und hier noch was hingestellt. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ich es vorher oder so besser fandet, also im letzten Clip oder so. Oder ob ihr eine ganz andere Idee habt. Also ich bin immer offen für neue Ideen auf jeden Fall. Aber ich bin generell sehr happy mit der Entscheidung, hier so ein kleines rundes Regal hinzuhängen. Ich freue mich auch auf das Bücherregal hier. Apropos, wir haben die Regalböden für das Regal hier gekauft. Allerdings haben wir keine passenden Winkel gefunden. Das heißt, wir müssen die wahrscheinlich online bestellen oder nochmal in einen anderen Baumarkt fahren. Wir hatten keine Zeit, gerade nochmal in einen anderen zu fahren, weil wir diese Too-Good-To-Go-Bestellung abholen mussten rechtzeitig. Deshalb konnten wir es jetzt auch noch nicht anbringen. Also müssen wir nochmal ein bisschen im Internet gucken, die geeigneten Winkel finden, weil wir sind jetzt so Regal. Bretter. Das Problem ist halt bei 1,60. Ich hätte ja am liebsten das so komplett clean schwebend gehabt, quasi so schwebende Regale. Aber erstmal halten die meistens nicht so super viel aus und wenn da halt richtig viele Bücher drauf kommen, hatte ich ein bisschen Angst, dass es das einfach zu viel Last ist. Zweitens gab es sie einfach nicht in den Maßen, die wir gebraucht hätten und klar hätte man zwei nebeneinander hängen können, dann immer so 2-2, 2-2 für so zwei größere Schweberegale. Aber unsere Wände sind so schwierig manchmal. Es ist echt schwierig hier in die Wände zu bohren und es wäre quasi unmöglich bei unseren Wänden zwei Regale so aneinander zu platzieren, dass die wirklich so perfekt, ne, gerade aneinander an der Wand hängen. Es würde immer irgendwie ein bisschen schräg werden. Alles sehr kompliziert und es wäre wahrscheinlich sehr unordentlich geworden, zwei so hinzuhängen. Deshalb kam das irgendwie auch nicht so richtig in Frage. Also haben wir jetzt einfach weiße Regalböden in den richtigen Maßen geholt. Zwei solcher Böden. Und die werden wir einfach mit Winkeln anbringen, versuchen, das möglichst unauffällig und schick aussehen zu lassen. Aber ich glaube, es wird ganz gut. Also ich bin optimistisch, dass es schön aussehen wird. Ich hätte es euch gerne in diesem Vlog noch gezeigt, aber leider hat es nicht geklappt mit den Winkeln. Aber dann seht ihr es auf jeden Fall in einem kommenden Vlog nochmal. Es gibt ja auch noch so ein paar andere Ecken hier. Deshalb folgen auf jeden Fall noch ein paar kleine Wohnungsvlogs. Aber langsam nimmt alles endlich so ein bisschen mehr Form an und ich freue mich da richtig drüber. Und ich muss auch sagen, ich genieße es, mich mit der Wohnung zu beschäftigen, mit so Deko-Sachen und Ideen und so. Aber manchmal, wenn du so Dinge umsetzen willst und dann ist es am Ende viel komplizierter, als du es dir vorgestellt hast, raubt das auch so viel irgendwie Zeit und Kraft und Nerven so ungefähr, dass man manchmal so ein bisschen Pause braucht von diesen Themen. Und jetzt habe ich wieder richtig Bock, mich damit zu beschäftigen, aber vor ein paar Monaten hatte ich es irgendwie gar nicht. Und also ich konnte es ganz gut gebrauchen, dieses Thema erstmal kurz für ein paar Monate zu vergessen, aber jetzt bin ich wieder drin. Wir haben auch noch ein paar DIYs geplant und so, also ne, ich nehme euch natürlich bei allem mit, wie immer, ne. Okay, Zeit, mich in meinem neu organisierten Bad abzuschminken. Und wenn ich jetzt schon alles so schön geordnet habe und rausgesucht habe, mache ich jetzt auch nochmal eine schöne Gesichtsmaske. Lass ich jetzt noch einwirken, aber ich habe jetzt meine komplette Abschminkroutine gemacht, ohne irgendwo irgendwas rumstehen zu haben. Alles schön wieder eingeordnet. Ich weiß, es klingt gerade ein bisschen crazy, aber
Das macht mich gerade so glücklich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schaut auch gerne bei Instagram und TikTok vorbei für weiteren Daily Content. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!